Roman Haider von der FPÖ ist als nächster Redner zu Wort gemeldet. Derartige Abkommen fördern den Wohlstand in beiden Vertragsstaaten. Und der Kollege Unterreiner hat recht. Es ist auch wichtig, mit Staaten wie Weißrussland derartige Abkommen zu schließen, auch um Einfluss auf die Situation dort zu nehmen. Lassen Sie mich aber trotzdem noch speziell auf das Doppelbesteuerungsabkommen, und zwar egal jetzt mit welchem Staat, sondern prinzipiell eingehen. Wir sehen es nach wie vor, obwohl wir auch zustimmen, ja, aber wir sehen es nach wie vor schon kritisch, dass zurückgehend auf diese Steueroasenjagd, die seinerzeit der deutsche Finanzminister Steinbrück eröffnet hat, wo auch Österreich unter die Liste die graue Liste der Steueroasen hat setzen lassen. Aufgrund dieser Steuersünderjagd ist ja, oder Steueroasenjagd, ist ja bei der OECD dieser Artikel 25 Absatz 5 eingefügt worden, der de facto das österreichische Bankgeheimnis aushebelt. Das sehen wir nach wie vor kritisch und das merke ich auch an, wiewohl wir zustimmen werden, weil es auch ohne diesen Passus keine Abkommen, keine neuen mehr gibt und wie eine Anfragebeantwortung noch unter der damaligen Finanzministerin Faeckter ergeben hat, ohnehin nicht angefragt wird. Nach Informationen wir also ohnehin totes Recht schaffen. Aber das nur nebenbei. Aber nicht nur inhaltlich, sondern auch, wie soll ich sagen, vom Formalen her, sagen wir es einmal so, haben wir Kritik an diesem Absatz 25. Ich habe es auch schon einige Male hier gesagt. Ich habe es auch schon Ihren beiden Vorgängern, Herr Minister, gesagt. Im Ausschuss habe ich auch noch einmal drüber gesprochen. Es steht halt nach wie vor drinnen. Man kann Informationen nicht ablehnen, wenn sie sich bei einer Bank befinden oder wenn sie sich auf Eigentumsanteile an einer Person beziehen. Ja, Eigentumsanteile an einer Person kann man in Österreich halt nicht haben. Das geht nicht. Spätestens seit 1781, Josef II. Leibeigenschaftsaufhebungspatent, geht das nicht. Wir wissen nicht, dass juristische Personen sind, aber dann ändert es bitte auch, dass wir da nicht irgendwelche Sklavereipapieren beschließen müssen. Das Abkommen schaffe Wohlstand auf beiden Seiten, stimmt Roman Haider von der FPÖ seinem Vorredner zu.